So einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zur nächsten Folge Transport Fever 2. Wir haben ja nochmal ein paar Dörfchen hier oben angebunden, also das läuft jetzt ein bisschen besser. Läuft nicht gut, aber besser. So, das steigt sogar noch, sehr gut. Wir können uns ja nochmal so ein bisschen um die Hauptstädte kümmern, also geldmäßig, ne? Über 30 Millionen pro Jahr, das sieht hervorragend aus. 190, Alter. Das Ding kann ich auch so lang machen. Ach so, apropos lang. Gab es nicht neue? Nee, neue Fahrzeuge gab es, glaube ich, ne? Ritteroder. Quatsch. Wenn dann das andere. Ritteroder Backwaren. Ach hier. So, Cargo. Hier sind die neuen LKWs. Jawohl. Backwaren sind, wenn dann, hier drin. Schön. Zack. Wir können mal ganz kurz gucken. Sind die emissionsmäßig? Ja, schlechter, okay. Fahren aber 80 km/h. Okay, dann könnte man die jetzt also auch nochmal alle verbessern. Hier köckte Steine zum Beispiel, das ist auch nochmal so ein Ding. Die waren hier oben, ne? Die kann man ja auch nochmal alle ersetzen. Und zwar durch die hier. Und die Straße müssen wir auf jeden Fall erweitern. So, eine schöne 80 km/h. Das ist übrigens immer noch das Hauptproblem. Ach so. Ach, hätte ich gar nicht ausbauen müssen. So, können wir einfach mal hier die Landstraße bis in die nächste Stadt bauen. Ja, das sieht doch schon mal deutlich schöner aus. So, hier können wir noch mal ein bisschen anpassen. Ja, sehr gut. Sehr, sehr schön. Dann dürfte hier noch mehr Stein ankommen. Denn hier der Kollege? Wie viel transportierst denn du? Das kann ja nicht viel sein. Das kann ja nicht viel sein. So, hier auch nochmal Ebenen. Hier waren wir anscheinend noch gar nicht. Können wir denn eigentlich Steine auch noch woanders hinschleppen? Nee, ne? Hier oben sind wir ein bisschen autark mit den Steinen, ja. Alter, Lipprecht-Rode, super, 100%. Nimm trotzdem nicht die nächsten Waren. Das ist ärgerlich. Und wir haben hier auch wieder keine Treibstofffabrik. Die brauchen alle Treibstoff und es gibt keine Treibstofffabrik. Ach, das ist so bitter. Achso, wie sieht's denn hier eigentlich aus mit dem Zug? Alter, 105, das Ding ist voll. Sehr schön, was machst du? 2,7 Millionen. Boah, Alter, diese Züge sind der ultimative Burner. Sehr, sehr gut. Was ist denn hier irgendwie los? Okay, also hier kommt definitiv nochmal eine zweite, wenn nicht sogar eine dritte Tram hin. So, Spechtsbrunnen Tram. Okay, die sind jetzt alle hier auf dem Fleck, aber das ist egal. Alter, hier sind so viele Leute.
Dann dürften jetzt hier Ziele auch nochmal ein bisschen nach oben gehen, hoffe ich. Ja, 433, sehr gut. Neuschlagsdorf. Naja, das lohnt sich nicht. Nach Teferoth könnte man noch gehen. Hier nochmal einen Bahnhof hingesetzt und dann nach Neuschlagsdorf, nach Teferoth oder nach Spechtsbrunn, besser gesagt. Das könnte man auch nochmal machen. Ach, können wir industriemäßig noch irgendwas machen? Also Bock-Lellichow, da bräuchte man... Ja, Treibstoff gibt es natürlich hier unten wieder nicht. Und diese Warenketten, die gibt es hier auch nicht. Eikelo, Mittelmühl könnte man mit... Oh, neue Tram, sehr schön. Könnte man mit Brot versorgen, genauso Teferoth. Guck mal, was wir hier übrigens haben, Treibstoff. Blumenhagen, Neuschlagsdorf. Ach, das ist nur eine ganz kurze Verbindung, aber ich glaube, das mache ich jetzt einfach mal. Einfach, damit ich hier nochmal ein bisschen was bauen kann. So, Nummer 1. Hier brauchen wir nur... Also nur... Das ist auch wieder eine super kurze Verbindung. Also die erste zumindest. Und hier brauche ich 3. Also mindestens erstmal 3. Weiter. Ja. Zack, angeschlossen. Planion, Alter. Ja, und hier können wir auch nochmal die kurze Verbindung setzen. Hier so ein bisschen am Wald. Oh. Hier am Wald lang. Hallo. Hab ich's? Ja. So, auch nochmal kurz verbunden. Also Öl da, da. Dann kriegen wir Treibstoff und das bringen wir nach Blumenhagen, beziehungsweise erstmal nach Neuschlagsdorf. Also wie gesagt, die Häuser werden eh ersetzt. Und dann, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. So, hinterm Wald lang. Neuschlagsdorf. So, angebunden. Hammer. Neuschlagsdorf kann dann versorgt werden. Oh, was ist denn jetzt los? Dann müssen wir einfach nur noch gleichzeitig die andere Verbindung setzen. So, Blumenhagen. Gucken wir einfach, wo wir die bauen müssen. Das wäre... Was ist das denn? Ja, Kollision ist mir klar, aber warum? What the fuck?
Ach du Scheiße, das geht gar nicht. Oh, warum schließen wir jetzt hier nicht an? Na gut, wir können es jetzt einfacher machen. Nee, können wir ruhig gerade bauen. So, und den bauen wir jetzt einfach ran. So, und dann machen wir aber noch... Genau, dann haben wir das nämlich auch nochmal verbunden. Ja, müssen wir nur irgendwie rauskommen. Wo müssen wir hin? Da hinten. So, grob hier lang. Da können wir noch nochmal Verbindung setzen. Hier los. Berg. Ach, wir sollen durchflügen, okay. Na? Auch nicht möglich, willst du mich verarschen? Ah ja, jetzt. Und wir müssen auf die zweite Etage gehen. So. Gut. Beide Ortschaften angebunden. Das bedeutet also, wir können jetzt die komplette Produktion starten. So, irgendwas wollte ich noch verbinden. Ach, hier die Sachen wollte ich noch verbinden, ne? So, dann haben wir auch nochmal eine Straße einfach gebaut. Okay. So, Gebäude. Wir bauen mal einen hier hin. Na, bist du da auf? So. Und den zweiten hätte ich gern hier hingebaut. Okay, das ist aber ein Bahnübergang, ne? Ja. Gut, sehr schön. Boah, was ist das hier? Teferrot Rohöl. Teferrotöl. Schlagstoff Treibstoff und Blumenhagen Treibstoff. So. Gut, los geht's. Also, wir holen uns eine Dampflokomotive. Da können wir. Ja, komm, nehmen wir nochmal die billige. So. Keine Ahnung, nehmen wir einfach mal 75. Ist zu viel, ist mir klar. Teferrot-Rohöl, jawohl. Dann Teferrot-Öl.
müsste eigentlich gehen noch. Und für Treibstoff, dann nehmen wir mal die bessere Lokomotive, also auf jeden Fall die schnellere. Nehmen wir mal 60, keine Ahnung. Und zwar gleich 2. So, du also nach Blumenhagen. Und du nach Neuschlagsdorf. So. Müsste alles jetzt anlaufen und funktionieren. Können wir noch irgendwo Öl dazu holen? Da hinten wäre nochmal Öl. Hier unten wäre auch nochmal Öl. Na gut, hier durch den Berg gegangen. Dann ist man eigentlich schon fast da. Problem ist leider, ich muss diesen großen Pissbogen machen. Ah, scheiße. Ja. Ah, gefällt mir irgendwie nicht. Aber ich hoffe, dass wir vielleicht die Dings hier sowieso schon erweitern können. Also je nachdem, wie viel hier überhaupt geliefert werden kann. Also 75 wird er nicht schaffen. Okay, der ist schon bei voller Produktion. Gut, muss beides erstmal anlaufen. Also das kann ich mir vorstellen, dass die Treibstoffraffinerie schon nach oben geht. Weil wir einfach dafür die Abnehmer haben. Ich könnte auch die beiden Städte schon mal ein bisschen erschließen. So, zack, zack. Neue Linie. Ja, machen wir das mit einer Tram? Ich würde sagen, ja. Ich finde die Tram immer noch schöner. Ja, machen wir einfach hier hinten die Tramfabrik hin. Also Tramfabrik, ne? Obwohl, können sie auch hier hinbauen. So, ach, jetzt habe ich vergessen, Linie 1, Neuschlagsdorf, Tram. So, wo ist die neue? Da, eine 27. Ja, okay. Neue Sachen? Ach, neue LKWs, okay. Gut, hat kurz gespeichert. Pritschen-LKW, haben wir noch irgendwelche LKWs? Hier zum Beispiel, Neckarzlingen. Alter, what? Ach, du holst Steine? Wieso habe ich denn hier nur ein Fahrzeug? Aber definitiv noch einen zweiten. Und zwar Neckarzlingen. Baumaterial. So. Was, warum ist denn das Ding auch voll? Schade, es geht nicht. So, jetzt können wir noch mal ein bisschen mehr einlagern. Ansonsten eine 175 ist hier an Menschen. 137. Wo ist denn der Zug? Eben Heiderhof ist auch voll. Wo ist der Zug hier?
Ach, da ist gerade ein Neckarsling angekommen. 80 Leute sind hier nur drauf. Okay, den müssen wir auch unbedingt erweitern. Mittelmäßig. Wir nehmen mal den hier. Der hat deutlich mehr Zugkraft. Oh. So. 126. Zack, vorne ran. 15 Millionen, ist egal. Deutlich mehr Menschen und auch deutlich schneller. Ja, auch den hier können wir jetzt mal ersetzen. 120. Ich habe keine Ahnung, wie schnell der wird. Aber ich hoffe, dass das von der Zugkraft her ausreicht. Das ist ja ein super langer Zug, ne? Achso, wie ist denn hier eigentlich die Versorgung mit Steinen? Oh, sehr gut. 50% schon. 501 ist eben Heiderhof jetzt. Könnte man übrigens auch mit Nahrungsmitteln versorgen. Aber der Bedarf, na gut, mit 22. Wobei Hörselgau das tatsächlich auch bräuchte. Hm. Bist du jetzt eigentlich aufgestiegen? Ja. Gefühlt ist das auch das Maximum, ne? 17, 13. Ja, sehr gut. 240, 250. Achtunddreißig, 46. Siebenundvierzig, eben Heiderhof 40. Ah, okay. So, hier werden immer noch fleißig Werkzeuge gebracht. Die kommen wahrscheinlich immer noch nicht hinterher, ne? Alter, das Lager ist so voll. Die kann ich leider alle nicht ersetzen. So, warte mal, die haben. Also erstmal Cargo. Hier wären schon 27. Passt allerdings nicht. Ja. Auf dem Flughafen. Scheiße, Abnehmer. Ja, Jagel ist das große Problem. Aber da haben wir 30% sind versorgt in Jagel. Ist denn Teferoth? Ja, theoretisch auch. Ich könnte hier große Flughäfen bauen. Also hier und wahrscheinlich auch hier. Und dann könnte ich auf große Flughäfen gehen. Wie groß ist denn ein großer Flughafen? Güterflughafen. Ist schon nicht klein. Ja gut, 20 Millionen wären sogar okay. Lande Richtung links. Lande Richtung rechts. Ah ja gut, das würde gehen. 20 Mille. Den könnte man auch ersetzen. Den könnte man beispielsweise hier hinbauen. Und dann könnte man Jagel und vielleicht sogar auch noch Teferoth versorgen.
Ich meine, das geht auf jeden Fall. Fahrzeug im Weg, was? What? Welches Fahrzeug ist denn im Weg? Okay, ich sehe gerade nicht, welches Fahrzeug hier im Weg ist. Das Ding hier oder was? Okay. Kann ich hier keinen kleineren Bereich machen? Doch, so würde es gehen. Warum sieht denn diese Straße hier vorne so schlimm aus? 7 Gebäude werden verschoben. Na, das ist mir egal. Aber das sieht deutlich schöner aus. Oh, es geht auch noch bergab weiter. Das ist doch scheiße. Boah, Glellichow. 245 Menschen warten hier. Und wo ist dieser Zug? Da. 160. Alter. Alter Schwede. Ja, ein Gebäude wird entfernt, ist okay. Passagiergebäude, was heißt denn das? Bietet Kapazität für 150 Menschen. So, dann können wir hier nochmal deutlich mehr Menschen einsacken lassen, ne? 160, Alter. Ah, jetzt komme ich hier wieder nicht raus aus dem Strudel. Fahrzeug im Weg, ja. Wobei danach hätten wir eine kleine Lücke. Wobei ich sehe es ehrlich gesagt nicht. Scheiße, kommt schon das nächste. Ach, das ist doch kacke. Ja, ich müsste die alle wegreißen. Warte mal, ihr transportiert 14. Ich könnte also 27 transportieren. Sich hier nochmal schön anzeigen lassen. Ja, der hat schon extreme Abnehmer hier. Oh, schlimm. Okay, der würde jetzt mal voll werden. 30% nur. Mann, ey. Vor allen Dingen hier geht's immer weiter bergab. Warum denn? Ist doch kacke. Naja, egal. Kümmern wir uns in der Zukunft weiter drum. Wir machen erstmal Schluss. So, Ölsen ist auch noch mal ein bisschen gewachsen wahrscheinlich. Naja, gut. Jetzt geht's gerade wieder richtig nach unten. 94. Ja, doch, okay. Passt aber auch. Spechtsbrunn 457. Wie sieht's generell aus? Burg Lellichow. Die absolute Nummer 1 mit 782 Einwohnern. Berlin nur noch 5 da. Ja, obwohl wir hier eine 240 schon haben. Gut, Neckarsulm sogar eine 260. Ebenheiderhof. Nee, Uelsen. Uelsen wäre auch nochmal so eine ganz, ganz krasse Stadt. Spechtsbrunn eigentlich sogar fast noch mehr. Eigeloh. 40% nur.
Das sind halt auch absolut bescheidene Waren, die die hier wollen in Aigalo. Also hier haben wir eine Treibstoffraffinerie, die können wir überhaupt nicht beliefern. Das war auch richtig derbe Scheiße. Könnt ihr so ein Holzimperium machen? Hier quasi alles zusammenziehen in eine Verteilerstation und von hier aus, ja, dann dahin. Oh, das war's schon. Boeing 737. Geiles Ding. Sind das alle? Ach, eigentlich, ich müsste mir mal tatsächlich angucken, ob man hier irgendwo einen Passagierflughafen bauen kann. Zum Beispiel in Borg Jellicho. Lellichlo. Irgendwo hier einfach. Hier zum Beispiel. Zack. Hier einen hingesetzt. Frage ist, nächstgrößere Stadt, die wir anbinden können mit dem Flugzeug. Aber wir können es ja mal testen, ob sich das lohnt. Es wird aber wahrscheinlich genauso sein wie mit den Schiffen. Es wird einfach nicht funktionieren. Zum Beispiel nach Aigalo könnte man mit dem Flugzeug. Da müsste man nur hier einen Flughafen reinsetzen. Also davon abgesehen, dass man hier extrem viele Gebäude abreißt. Hier wären sogar nur zwei Gebäude im Weg. Ein Gebäude. Oh. Krass. Können wir mal morgen gucken, dass wir vielleicht Aigalo und Borg Lellicho mit dem Flugzeug verbinden. Einfach so testweise. Ich denke, das machen wir. Meine Lieben, adios und bis morgen zur nächsten Folge.